Mein Name ist Rainer Friedmann. Ich leite hier am Standort Sigmaringen den Geschäftsbereich Infrastruktur und Bau. Wir sind hier im Neubau, das ist unser Bauabschnitt 1, der jetzt Mitte nächsten Jahres fertiggestellt wird. Der Neubau liefert etwa 150 Betten auf 2 Ebenen in 4 Stationen. Das ganze Gebäude ist mit WLAN ausgeleuchtet, sodass Sie mit Ihrem Mobiltelefon überall Netz haben. Auf dem Dach haben wir eine Solaranlage mit etwa 80.000 Watt Peak, die zur Energieversorgung unseres Krankenhauses beiträgt. Ein Krankenhaus ist ein sehr energieintensives Gebäude, sodass das nur sozusagen einen sehr kleinen Teil dazu beitragen kann, aber einen sehr sinnvollen Beitrag. Im 4. und 5. OG haben wir 2 Pflegestationsgeschosse mit 4 Stationen, 38 Betten. Die Ausstattung der Patientenzimmer ist so, dass es da immer ein Patientenentertainment gibt, natürlich mit Fernseher und so weiter. Jedes Patientenzimmer hat ein Badezimmer auch. Jeweils am Anfang der Station ist immer ein Arztdienstzimmer und ein Behandlungs- und Untersuchungsraum. Im 3. Obergeschoss haben wir eine große Technikzentrale, eine Lüftungszentrale, die den Vorteil auch hat, dass sie in der Mitte des Gebäudes liegt und die Lüftung, die normalerweise sehr viel Platz wegnimmt in einem Gebäude, sehr direkte Wege hat von da aus. Im 2. OG haben wir 7 Zentral-OPs mit dahinterliegendem Sterilgutflur und davorliegendem Aufwachraum. Wir haben in unserem 7. Zentral-OP eine Vorbereitung für einen Hybrid-OP. Es zeichnet sich dadurch aus, dass der Raum deutlich größer ist als ein Standard-OP. Hybrid bedeutet, dass Sie 2 Dinge gleichzeitig machen können. Sie können operieren und Sie können den Patienten gleichzeitig untersuchen. Und Sie haben unseren 1. OP, der als septischer OP eben abgetrennt werden kann. Wir haben im 1. OG haben wir die Notaufnahme zusammen mit dem Laborbereich und dem Linksherzkatheter und einem CT. Je tiefer wir im Gebäude kommen, desto weniger ausgebaut ist es, weil wir bauen natürlich das Gebäude von oben nach unten aus. Im EG kommen Sie bei uns durch den Haupteingang und kommen hier an die Information. Und hinter der Information haben Sie die zentrale Patientenaufnahme mit einem kleinen Wartebereich. Und was bei uns im EG eben auch ist, ist die zentrale Sterilgutversorgungsabteilung, die sowohl für unser Krankenhaus als auch für externe Sterilgut aufbereitet.